Das ist ein Tipp, wie ihr richtig easy von unterwegs aus eure Gains einfach saven könnt. Ui. Und dann wollte ich auch nochmal die TVO-Schublade. Hey, ihr Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich was Nices vor. Und zwar habe ich euch gestern auf Insta gefragt, ob ich mal wieder ein Video machen sollte, wo ich zusammen mit euch etwas aussortiere. Ich kriege hier nämlich manchmal echt die Krise. Es ist alles manchmal so ein bisschen unordentlich. Ich hasse das. Also ich brauche das immer zwischendurch mal auszusortieren, aufzuräumen. Ich mache das sehr oft. Also vor allem bei meinem Schminktisch und meinem Kleiderschrank, den sortiere ich echt regelmäßig aus. Ich bin nicht nur damit unzufrieden. Also ich muss auf jeden Fall heute diese Kommode, die hinter mir steht, aussortieren und ein bisschen neu ordnen, weil ich blicke da manchmal gar nicht mehr drin durch, was ich alles habe und was nicht. Und ich wollte auf jeden Fall die Abstellkammer sortieren und dann schaue ich mal, worauf ich noch so Lust habe. Die Abstellkammer, die ist wirklich schon ganz, ganz lange in meiner Planung, mal auszuräumen und auszusortieren, neu zu sortieren, weil da ist wirklich so viel Zeug drin. Ich glaube, hätten wir die nicht, dann wäre es hier noch viel unordentlicher. Also unordentlich ist es hier gar nicht, aber ich brauche das einfach jetzt heute mal. Und heute ist eh schlechtes Wetter und ich bin ganz gemütlich. Ich bin auch richtig in so einem richtigen Gammel-Outfit, damit es heute einfach zum Video passt. Also, genau, wir fangen jetzt an mit der Abstellkammer. Das ist nämlich halt das, was ich auf jeden Fall heute machen will. Also die Abstellkammer ist ja hier bei uns im Flur. Und wenn man hier jetzt reingeht, sieht es erstmal so aus. Das geht ja sogar eigentlich. Wir haben ja auch mal Licht. Und wenn man dann hier um die Ecke geht, ist hier noch mehr Stuff. Was mich einfach so stört, ist, dass hier unten die ganzen Sachen einfach auf dem Boden liegen. Die Schränke sind hier voll mit Sachen, die wir einfach nicht benutzen, nicht brauchen und die man auch wegtun kann. Hier sind einfach leere Flaschen. Hier sind einfach ganz viele verschiedene Sachen ineinander gestapelt, damit man irgendwo einfach das hintun kann. Ich zeige euch das mal hier. Also wirklich, das geht ja mal gar nicht. Also das muss heute auf jeden Fall aufgeräumt werden. Da oben ist so unsere Werkzeugecke. Das ist eigentlich okay, aber das muss ich auch mal neu sortieren. Und ja, hier sind immer so Handtücher. Hier sind ganz viele Putzmittel, da unten auch. Und auch viele Sachen, die eigentlich schon leer sind, die ich trotzdem einfach wieder reinstelle oder die noch ganz bisschen drin haben. Das werde ich heute alles mal aussortieren. Und genau, dann werde ich euch später das kleine Nachher zeigen. Also merkt euch jetzt, wie es jetzt gerade aussieht. Also Leute, ich habe jetzt meine Frisur geändert, damit ich hier auch ready bin zum Aussortieren. Und genau, ich kann die Kamera jetzt gerade nur so hinstellen, weil es ein bisschen schwierig ist, hier reinzufilmen in diese Ecke. Oh. Philipp ist auch da übrigens. Du stehst voll im Licht. Sieht doch cool aus. Top. Ja, und jetzt sortiere ich erstmal aus. Ich höre dabei natürlich Podcast. Und räume jetzt alles erstmal so raus. Den ganzen Müll tue ich in die Mülltüte und... Ui. Das habe ich jetzt alles weggeschmissen, aussortiert. Das sind die ganzen Alkoholflaschen, die angebrochen sind, die leer sind. Die werde ich alle entsorgen. Das ist alles schon so alt. Deswegen, ja, entsorge ich das. Das hat sich alles mal so angesammelt über mehrere Jahre jetzt. Und deswegen tue ich das alles mal weg. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis bisher. Hier oben habe ich jetzt viel mehr Platz für Handtücher. Hier kommen nämlich immer die Handtücher alle drauf, die frisch gewaschen sind. Hier hängt immer noch der Pfandbeutel, der ist natürlich ganz wichtig. Ich habe hier alles aufgestockt mit Klopapier und Zewa. Hier sind jetzt die ganzen Putzmittel, aber halt viel kleiner sortiert. Hier unten habe ich auch noch Putzsachen und ein paar Einzelteile. Zwei Kartons, die brauchen wir noch, die schmeißen wir nicht weg, weil manchmal muss man halt was verschicken und dann haben wir das direkt da. Unten sind dann ein paar Schuhe, also Philipps Arbeitsschuhe und so Winterschuhe, ein Regenschirm, noch so ein Putz. Ding. Und genau, das ist noch Klopapier. Da ist auch nochmal Putzmittel und Enteiser und so weiter. Hier oben ist eigentlich alles gleich geblieben. Ich habe das so ein bisschen aufgeräumt nur hier oben. Und da habe ich jetzt den Koffer endlich hingestellt und nicht mehr hingelegt, weil so habe ich daneben dann noch Platz für die
vollen Sektflaschen zum Beispiel, die wir noch haben. Also dahinter ist noch Hugo und sowas. Als nächstes machen wir direkt im Badezimmer weiter. Und zwar haben wir im Badezimmer leider nicht so viel Platz für Sachen. Deswegen haben wir auch die meisten Sachen in der Abstellkammer, die zum Putzen und auch für Handtücher und so weiter zuständig sind, Klopapier und so. Weil wir hier einfach kaum Platz haben. Also wir haben einen Spiegelschrank und hier unten ist ein kleiner Schrank, der aber wirklich sehr schnell voll ist, weil da auch Föhn und sowas drin ist. Ich zeige euch jetzt einmal den Inhalt der Schränke, damit ihr auch wieder ein Vorher-Nachher sehen könnt. Also so sieht der Spiegelschrank von innen aus. Ihr seht eigentlich relativ voll, aber da sind halt wirklich Produkte, die wir auch benutzen. Und da oben sind Sachen, die wir eher seltener verwenden. Olaplex benutze ich ja auch nicht jeden Tag, aber schon relativ regelmäßig. Und hier unten sind halt die Sachen, die wir so am meisten benutzen. Halt Abschminkzeug, Deo und so weiter. Hier die ganzen Öle und Masken, Abschminkzeug, Haarspray, Deo. Ja, ihr seht ja alles, was hier drin ist. Und hier ist dieser kleine Schrank. Mit dem bin ich mega unzufrieden leider, weil der bietet halt überhaupt gar keinen Stauraum. Ich zeige euch mal, was hier drin ist. Also es ist einfach super voll. Ich habe hier noch ganz viele Produkte. Einfach Wattepads, ein paar Youn & Me Produkte, Rasierschaum, ein paar so Nachfüllsachen. Hier ist dann einfach nur ein Föhn mit seinen ganzen Aufsätzen. Also der nimmt auch schon eine ganze Schublade eigentlich ein. Und hier unten sind noch Binden und Tampons. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out. So, also der Schrank ist jetzt auch fertig. Das ist das Nachher. Hier ist es jetzt wieder ordentlicher. Ich habe jetzt nichts aussortiert, weil wie gesagt, das sortieren wir eigentlich regelmäßig aus. Hab nur alles ordentlich hingestellt. Hier Philips-Produkte. Das ist eigentlich alles von mir. Genau, und die Schubladen habe ich alle mega aufgeräumt. Die obere ist jetzt einfach noch mehr Nachfüllprodukte. Habe ich noch was dazu getan. Einfach noch Shampoo und Sachen, die ich noch aufbrauche und gerade noch benutze. Hier ist jetzt einfach noch der Föhn und so Mülltüten und sowas drin. Das habe ich alles mal neu aufgerollt und so, weil das nimmt immer so viel Platz, sonst weg das ganze Kabel. Und ja, hier unten sind halt Binden und Tampons und die habe ich auch mal neu sortiert. Jetzt kommen wir hier im Schlafzimmer an die Kommode, an die obere Schublade. Hier links ist meine Unterwäsche, das will ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Aber ich sortiere das hier alles mal ein bisschen neu, weil das wirklich alles hier so durcheinander irgendwie ist und ich nichts richtig wiederfinde. Und dann wollte ich auch nochmal die Tiveo-Schublade ein bisschen neu sortieren. Also da fehlen halt ein paar Sachen, weil voll viel auch in der Wäsche ist. Aber ich sortiere es mal ein bisschen ordentlicher wieder und räume es nochmal ein bisschen ein. Also die ganzen Hosen, die jetzt hier so ein bisschen durcheinander sind und Sport-BHs, genau, das mache ich dann jetzt. Und hier drunter sind noch kurze Hosen hier und hier ist Bettbezüge. Das lasse ich, glaube ich, so, weil ich auch sonst nicht weiß, wo ich das alles hin tun soll. Und hier unten sind auch nur Bettbezüge. Also die Schublade geht schon gar nicht auf und zu, weil die einfach so voll ist. Bei mir gibt es jetzt erstmal 250 Gramm Quark. Ich habe da noch Haferflocken und so Schokodrops drauf getan. Wir haben nämlich jetzt erst 20 vor 9. Ich habe um 9 Uhr Vorlesung. Das sind jetzt die Nährwerte von meinem Frühstück. Ist auf jeden Fall ganz nice. Direkt ungefähr 30 Gramm Protein mit drin. Ich sitze hier schon mit meinem MacBook und warte auf 9 Uhr, damit ich in die Vorlesung gehen kann. So Leute, sorry, dass ich mit Vollmund gerade ein bisschen reden muss, aber ich bin ein bisschen im Stress. Ich sitze gerade im Auto. Ich war gerade in der Stadt, denn ich wollte meine Nägel heute abmachen gehen. So sehen die jetzt aus. Ist halt jetzt nicht mega schön, aber was erwartet man, wenn man immer Acryl und Gel drauf hat? Ich glaube, die Nagelmenschen verstehen das gar nicht, dass man auch mal eine Pause braucht. Also ich habe jetzt mir vorgenommen, erstmal länger nicht mehr Nägel machen zu gehen, sondern wenn mir die dann sowieso selber zu machen. Aber ich will erstmal meine Naturnägel wieder komplett recovern lassen, dass ich keine Reste mehr drauf habe, kein Acryl mehr da drauf habe. Das sind einfach nur meine normalen Fingernagel. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass das so war. Genau, dann war ich noch kurz ein bisschen was einkaufen. Ich habe das gerade in der Insta-Story auch gezeigt. Und jetzt fahre ich gleich zu einem Kollegen, denn ich treffe mich da mit ihm und halt einer Freundin. Wir chillen da ein bisschen zusammen und danach geht es direkt ins Beintraining. Ich habe mir hier so ein Brötchen gekauft bei Rewe. Und so
das ist ein Tipp, wie ihr richtig easy von unterwegs aus eure Gains einfach saven könnt. Also ich habe hier einfach ein normales Weizenbrötchen gekauft, ist jetzt nicht krass nice, aber das könnt ihr einfach selber dann belegen, anstatt für 5 Euro ein belegtes Brötchen zu kaufen. Holt ihr euch so eine Packung Putenbrust, da kann ich die finde ich immer mega lecker, das sind 100 Gramm und die 100 Gramm, also die ganze Packung hat 20 Gramm Eiweiß. Ich habe jetzt schon fast die ganze Packung auf mein Brötchen gemacht und den Rest werde ich später essen und zwar mit Reiswaffeln, habe ich mir extra jetzt aufbewahrt, weil ich halt später noch ins Training gehen will und da nehme ich dann, habe ich mir jetzt extra Reiswaffeln geholt, eine ganze Packung, aber wir essen das ja eh auf. Ich hätte eigentlich Maiswaffeln gerne gehabt, aber hatten die nicht, deswegen Reiswaffeln, gesalzene mit Putenbrust. Bestes für Pre-Workout, hat fast gar kein Fett. Ja, mega nice. Dann habe ich hier noch so Cracker gekauft. Die haben ein bisschen mehr Fett, aber ist nicht so schlimm. Die liebe ich. Mit Kürbiskern und so Käse überbacken. Richtig lecker. Und ein paar andere Sachen habe ich noch gekauft. Haargummis. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Dann habe ich mir noch einen Red Bull geholt. Den werde ich mir gleich noch gönnen. Und einen Nagellack. Ich wollte ihn euch zeigen. Ich habe auf jeden Fall noch einen Nagellack geholt, damit meine Nägel nicht so schlimm aussehen. Wollte ich den vielleicht mal da drauf machen. Und hier ist das andere Chaos. Also hier sind meine ganzen Gym-Sachen. Hier ist meine andere Tasche. Da sind noch meine anderen Einkäufe drin. Da meine Gymflasche und mein Shaker. Da ist Proteinpulver drin mit bisschen Wasser. Das werde ich dann später auffüllen im Gym und dann trinken während des Trainings. Yes, so sieht mein Auto aus, Leute. Und so könnt ihr, wie gesagt, einfach eure Gains unterwegs saven, indem ihr euch einfach selber was belegt und nicht irgendwas kauft oder so. Dann Schokocroissant oder so esst. Dann seid ihr auch richtig gesund dabei. Good morning, ich melde mich wieder bei euch. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gevloggt. Ich war gestern mit einer Freundin shooten, deswegen war ich auch echt mega busy, also beschäftigt, einfach den ganzen Tag gefühlt, weil wir haben so krasse Bilder gemacht und ich war so 18 Uhr zu Hause, habe dann ein paar Bilder bearbeitet und war dann noch im Gym, habe mich mega beeilt. Genau, deswegen habe ich gestern auch, glaube ich, nichts gefilmt. Ich habe mich gerade ready gemacht. Ich liebe heute die Frisur. Also die sieht nice aus von vorne. Von hinten will ich gar nicht wissen, wie mein Dude aussieht. Aber von vorne sieht es eigentlich gut aus. Und das ist mein Outfit. Ich trage heute einfach diese Jogginghose von Amazon. Kennt sie, Leute. Habe ich Teveo-Socken an. Die sind schön hoch und warm. Und dieses Top von Zara, weil sonst ist mir zu warm. Deswegen habe ich heute einen Top an. Und ich wollte jetzt zum Arzt fahren. Ich habe hier noch voll viele Sachen liegen von dem Shooting gestern. Wir haben nämlich unnormal viele Klamotten mitgenommen und halt in allen Sachen so ein paar Bilder gemacht. Ich hatte nicht alles leider an, weil dazu hat es halt nicht gereicht. Weil es halt auf einmal so krass angefangen zu regnen, als wir Fotos gemacht haben und dann mussten wir nach Hause fahren. Es war so scheiße. Wir haben noch die letzten Sekunden ausgenutzt. Auf einmal hat es so angefangen zu schütten und dann sahen wir so schlimm aus. Unsere Haare komplett nass, alles hinüber. Es ging gar nichts mehr, deswegen... Ja, mussten wir das dann so sozusagen abbrechen. Aber wir haben trotzdem richtig krasse Bilder und wir haben auch Reels gedreht und das hat so Spaß gemacht. Leute, ich weiß nicht warum, es macht mich aber einfach richtig glücklich, Content zu produzieren. Ich weiß nicht warum, aber ich merke halt immer wieder, dass mich das so krass interessiert. Einfach, es macht so viel Spaß, dann die Fotos anzuschauen und die zu bearbeiten und dann für euch so neue Sachen zu haben, so eure Reaktion darauf zu sehen, auch auf mein Bild gestern. Ich habe gestern dann eins der neuen Bilder gepostet auf Instagram und das ist meiner Meinung nach eins der krassesten Bilder von mir. Einfach alles stimmt bei diesem Foto, alles, also der Hintergrund, alles, das Licht, ich muss das nicht mal wirklich bearbeiten, es hat einfach alles gepasst. Das ist doch das, was wir wollen, Leute. Und das macht mich so happy. Ich liebe es einfach, Content zu produzieren. Auch die Reels, ich habe die gestern Abend zusammengeschnitten. 3 Stück haben wir gestern gedreht. Und die habe ich dann alle so ein bisschen zusammengecuttet, dass es nice aussieht. Und verschiedene Sounds darunter ausprobiert, ob die gut aussehen. Ja, und es hat mir so Bock gemacht. Ich liebe es einfach. Genau, ich fahre jetzt zum Arzt. Ich muss nämlich meine Überweisung abholen für den anderen Arzt. Und zudem fahre ich dann direkt danach. Weil die mich ja schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich Colitis ulcerosa habe. Und damit halt immer noch zu kämpfen habe. Ich habe halt jetzt vor 2 Monaten die neue Therapie angefangen. Und seitdem habe ich eigentlich Ruhe. Also diese Infusionen haben mir echt mega viel gebracht. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt wen interessiert, wie das Medikament heißt und so. Ja, ich merke halt immer wieder, dass mehr Leute das haben, als man denkt. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne dazu auf Instagram per Direktnachricht. Da habe ich schon mit vielen geschrieben, die das auch haben oder sowas ähnliches haben. Auf jeden Fall habe ich da meine Therapie vor 2 Monaten gewechselt nochmal und da seitdem hatte ich eigentlich jetzt echt mega die Ruhe. Also es war eigentlich alles gut.
Nur, ja, jetzt nächste Woche ist der nächste Termin für die nächste Spritze. Also ich hatte erst eine Infusion von dem Medikament, wo quasi die doppelte Dosis gegeben wird. Und jetzt nächste Woche habe ich dann die normale Dosis. Das ist ja so der Einstieg dann. Bin wieder zu Hause. Ich habe jetzt die Überweisung erst abgeholt, dann das Rezept beim Arzt. Da fahre ich auch immer eine halbe Stunde oder ungefähr so hin, je nach Verkehr. Und dann bin ich wieder auf dem Rückweg noch zu Rewe, habe ein bisschen Brot gekauft. Und dann bin ich noch zur Apotheke meines Vertrauens und habe mir da mein Medikament wieder bestellt. Dann kann ich es heute Mittag direkt abholen und dann habe ich es auch direkt da für nächste Woche. Puh, ja, meine Arme, also meine Schulter tut so weh, wenn ich meine Kamera hatte, weil ich habe gestern Rücken und Schultern trainiert und ey, die tut so weh. Es ist so schlimm. Yes, und genau, mein Outfit habe ich euch ja schon gezeigt. Da sieht man mich eh nochmal im Spiegel. Ich mache mir jetzt noch was Kleines zu essen, glaube ich, oder? Soll ich warten? Ich habe halt vorhin erst gefrühstückt. Ich track jetzt erstmal mein Essen ein, weil ich das vorhin vergessen habe. Weil ich habe ja, ich frühstücke ja immer dasselbe, deswegen weiß ich eigentlich, was das so ungefähr ist. Ich finde es so krass, wie viel Kalorienunterschied der Speisequark, also normaler Quark mit 20% Fett und der Magerquark haben. Ich finde, es schmeckt komplett gleich. Also meiner Meinung nach merke ich, da ist nicht so viel Unterschied. Es liegen einfach fast über 100 Kalorien dazwischen und Fett vor allem. Klar, Magerquark hat natürlich viel weniger Fett und so. Deswegen krass. Also wir haben jetzt so eine ganze Palette Magerquark geholt, weil mein Freund und ich essen das beide jeden Morgen zum Frühstück. So eine kleine Packung. Und genau, dann mache ich immer noch Haferflocken da rein. So ein paar Schokotröpfchen. Da fragen mich auch immer viele, was ich für Schokotröpfchen benutze. Ob das irgendwie zuckerfreie sind oder so. Aber nein, Leute, also so streng bin ich jetzt da auch nicht. Anstatt jetzt was zu essen, habe ich gedacht, ich räume erstmal auf und dann esse ich was, damit ich einfach erst die Arbeit und dann das Vergnügen habe. Deswegen räume ich jetzt erstmal alles weg von gestern.